Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einer neuen Angezockt-Serie, und zwar in den Ländereien La Mancha oder der zweiten Überschrift mit Syntrek auf den Spuren des Don Quixote. Hier, dieser heruntergekommene Hof hat nicht mehr viel zu bieten, es ist nicht mehr viel Hoffnung da. Ich müsste, um irgendwie hier über die Runden kommen zu können, müsste ich all mein Equipment verkaufen und im Prinzip von null anfangen. Das möchte ich verhindern, denn dieser Hof ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist ein Hof, der hat schon über Jahrhunderte der Familien gehört. Deswegen möchte ich unbedingt versuchen, diesen Hof zu retten. Und deswegen habe ich mich ein bisschen umgeschaut für, sagen wir mal, Sponsoring. Und habe Hilfe gefunden in Bad Geusern in Österreich. In diesem kleinen Ort hat ein Unternehmer ein neues Gerät entwickelt und möchte dies nun testen. Und zwar heißt dieses Gerät Syntrek. Dieses Gerät soll verschiedene landwirtschaftliche Maschinen ersetzen und im Prinzip nur noch ein oder zwei Geräte dieser brauchen oder benötigen, um alle die Arbeiten, die auf einem Bauernhof anfallen, machen und ausführen zu können. Das fand ich interessant, habe mich in Verbindung gesetzt mit Syntrek und die haben Interesse gezeigt und haben auch einen Vorschlag gemacht. Und zwar lautet dieser Vorschlag, dass sie mir zwei Gerätschaften von diesen zur Verfügung stellen, ich aber in keinem Falle einen anderen Traktor oder einen Schlepper da haben darf, sondern ich darf die ganzen Feldarbeiten ausschließlich mit Syntrek machen. Ich soll das überwachen, ich soll mir minutiös aufschreiben, wie sich dieses Gerät in der Landwirtschaft bewährt. Im Gegenzug ist Syntrek bereit, mir auch eine finanzielle Subvention zukommen zu lassen, und zwar in der Summe von 500.000 Euro zusätzlich zu den zwei Geräten, und der Vertrag soll auf 2 Jahre laufen. Natürlich sind gewisse Geräte ausgeschlossen. Ich darf ein Fahrrad haben, ich darf auch den Drescher behalten, den ich jetzt habe, weil Syntrek diesen Teil der Landwirtschaft noch nicht abdeckt. Ob das noch kommen wird, das weiß man nicht. Der Entwicklungsweg ist noch offen. Aber ich würde mal sagen, schreiten wir voran und ich bringe mal meinen Traktor und ein paar von den Equipment, was ich eben dann ein bisschen umtauschen möchte oder ändern möchte, fahren wir doch einfach mal zum Shop und verkaufen dies da. Da sollen auch schon die beiden Geräte dann warten auf uns, und da würde ich doch sagen, bin ich gespannt, was das ist. Wir befinden uns hier in Kastilien La Mancha oder Castilla La Mancha, wie es auf Spanisch heißt. Das ist eine autonome Gemeinschaft hier in Spanien, ist wahrscheinlich von der Fläche her die größte Provinz, die in Spanien da ist, befindet sich rund um Madrid. Die Hauptstädte der verschiedenen Provinzen, die zu Castilla-La Mancha gehören, sind Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara und Toledo. Die Hauptstadt der gesamten autonomen Gemeinschaft ist Toledo, und diese Gemeinschaft ist dann untergeteilt in Provinzen. Und da haben wir eben gerade die Hauptstädte darüber gehört. Die Landfläche von Castilla-La Mancha beträgt knappe 80.000 Quadratkilometer, was circa der Größe von Tschechien entspricht. Also eine sehr große Provinz oder Gemeinschaft, wie sie hier genannt wird. Diese Fläche bedeutet in Spanien circa 16% der spanischen Landfläche. Und die Bevölkerungsdichte ist sehr, sehr gering. Im 2017 waren es 26,5 Personen pro Quadratkilometer. Also ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Befindet sich auf einem Plateau, auf einer Hochebene von ca. 600 Meter. So, wir sind hier beim Shop angekommen und das sieht ja komisch und interessant und gewöhnungsbedürftig aus. Also wir haben hier schon mal so ein Gerät, werden wir das dann nachher natürlich genauer angucken. Und hier drüben steht auch noch eines, ob das dann wohl dazu gehört oder nicht, das weiß ich noch nicht.
Ich werde das mal jetzt hier reinfahren, damit wir diesen Traktor und auch den Anhänger hinten verkaufen können. Okay, für den kleinen Massey Ferguson kriege ich 67.200 Euro. Dann ist die mal weg und dann haben wir noch den Welger. Ja, da kriege ich noch gute 11.000 Euro. So, dann sollen wir doch schon auch mal was nach oben stellen. Und zwar ist das dieses Teil hier. Da steht auch drauf, Prototyp. Da ist auch einiges zusammengeworfen worden. Ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt sehr straßentauglich festgebunden. Aber wir werden das jetzt einfach mal so nach Hause fahren. Gucken, wie das sich anfühlt. Also modern wirkt es ja schon mal. Ein Digitaldisplay auf dem Lenkrad. So was Modernes. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Die Region ist für zwei Sachen weltbekannt geworden. Und zwar ist das eine ist ein Buch, das im 17. Jahrhundert veröffentlicht worden ist. Man höre und staune, im 17. Jahrhundert, also um die 1650 so rum, wurde ein Buch geschrieben oder zwei Bücher geschrieben, die haben sich in die Weltliteratur reingearbeitet. Also zwei Bücher, die im Prinzip heutzutage zu der absoluten Weltliteratur gehören. Und zwar, ihr könnt euch vorstellen, natürlich ist dies der Don Quixote. Das zweite Exportprodukt aus dieser Gegend, was international und weltbekannt ist, ist der Käse. Und zwar, wer kennt ihn nicht? Den Manchego, der Käse aus La Mancha. Spanien scheint ja eines der Lieblingsreiseziele zu sein des deutschen, schweizerischen oder österreichischen Touristen. Natürlich ist Italien ein bisschen näher an Österreich dran, aber Spanien ist ja wirklich ein Urlaubsland schlechthin. Und deswegen denke ich, das könnte auch für den deutschen Zuschauer oder Fan, LS-Fan, ein bisschen interessant von Interesse sein, ein bisschen was über die Kultur von Spanien kennenzulernen, vielleicht sogar ein bisschen über diese Region. Und das möchte ich versuchen, in dieser Serie und diesem Angezockt ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen hier besser reinzukommen und ein Verständnis aufzubauen für das, was Spanien ist und für was auch die Kultur ist, die spanische Kultur, die vielleicht mancherorts ein bisschen belächelt wird. Ja, auf jeden Fall würde ich das noch ein bisschen mit in dieses Angezockt oder in diese Serie mit einziehen lassen. Ich würde jetzt mal sagen, stell den einfach jetzt mal hier ab. Das Aufräumen und Ordnen und so, das können wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. So, dann gehen wir zum zweiten Messi, der muss ja auch weg. Und da habe ich mir überlegt, dass ich hier im Prinzip auch das restliche Gerät, was mir noch gehört, auch gleich wegbringe, weil die Seemaschine brauche ich nicht und diesen Flug ist mir zu klein. Deswegen also möchte ich hier das auch gleich loswerden und dann werden wir gucken, was mir dann übrig bleibt, um im Prinzip den Betrieb wieder aufnehmen zu können hier. Und natürlich würde ich dann zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt auch natürlich noch den Hof und die Ländereien hier vorstellen. Denn es gibt einiges, was hier zu diesem Hof gehört. Aber auf jeden Fall brauche ich diese Gerätschaften hier erstmal nicht. Okay, dann bringen wir das auch weg. Dann haben wir im Prinzip eigentlich fast gar nichts mehr da. Wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten, noch zwei, dreimal hin und her fahren, weil ich brauche doch noch ein paar Sachen. Also zum Beispiel brauche ich einen Kipper-Anhänger oder sogar zwei. Dann brauche ich einen Dünger oder Kalk und Kalkstreuer, aber das könnte ja sogar auch dabei sein. Das müsste ich mir auch noch angucken. Ich kenne die Gerätschaften noch nicht. Ich habe die jetzt erstmal einfach mal abgeholt. Es soll dann später noch ein Vertreter von Syntrek vorbeikommen, mir ein bisschen diese Gerätschaften zu erklären,
Ich habe die jetzt einfach mal nach Hause gefahren. Der kommt dann noch vorbei und bringt mir dann auch den Scheck vorbei, den ich für dieses 2 Jahre im Prinzip erhalten soll. Das sind die 500.000. Ja, da gucken wir mal. So, dann fahren wir das zum Shop runter. Und wie ihr sehen könnt, sind hier überall diese Monumente oder diese Silhouetten. Und dies sind natürlich die 2 Herrschaften. Der eine ist Don Quixote, der tragische oder der Anti-Held. Und sein Diener Sancho Panza. Wir werden natürlich in dieser Serie auch ein bisschen noch mehr auf den Quixote eingehen. Und ja, hoffen so, dass ich so ein bisschen euch Spanien näher bringen könnte oder kann. Denn gut, es ist zwar nur ein Teil von Spanien. Spanien ist ja ein riesengroßes Land mit sehr, sehr vielen verschiedenen, sagen wir mal, klimatischen Einflüssen, kulinarischen Einflüssen. Ist ein sehr, sehr diversifiziertes Land, also hat auch im Süden sehr viele arabische Einflüsse. Ist ein sehr interessantes Land, ist ein Land mit sehr viel alter Geschichte und Kultur. Und ja, das ist die, da es die erste wirklich spanische Karte ist, habe ich im Prinzip schon lange darauf gewartet, dass ich das mal im Prinzip so umsetzen kann, dass ich diesen nutzen werde, um quasi eine Brücke zu schlagen zwischen den mir naheliegenden Deutschland oder eben dem eher fremden befindlichen Spanien. Aber jetzt ist sie da, die Karte, und ja, ich freue mich darauf, auf dieses Projekt, und möchte euch auch damit dazu auffordern, mir Fragen bezüglich Spanien oder meines Lebens in Spanien oder einfach wirklich Fragen zu stellen, die ich dann natürlich dann versuche zu beantworten. Ich bin kein Spanier, ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren hier. Da muss noch, ich kann versuchen, so viel, so gut es geht, die Fragen zu beantworten, aber ich kann nicht versprechen, dass ich alle Fragen akkurat und perfekt historisch gestützt beantworten werden kann. Ne? So, also wir möchten auf jeden Fall einen Kipper noch mitnehmen, und zwar habe ich mir 2 ausgesucht, und zwar möchte ich im Prinzip den hier haben und den hier haben. Den hier vor allem für die Getreideernte und so weiter, für alles, was Bulk ist. Und den hier vor allem für die Traube, aber das könnte auch reichen eigentlich, dieser hier. Das mache ich jetzt auch. Die Farben sind im Prinzip schon fast perfekt so. Das lasse ich alles so stehen. Die Abdeckung brauche ich nicht. Und damit spare ich auch schon wieder 1000 Euro. Kaufe den und nehme den gleich mal mit zum Hof. So. So, damit habe ich 2 von diesen futuristischen Geräten. Die muss ich noch ein bisschen kennenlernen, und da freue ich mich drauf, mit diesen arbeiten zu können. Vielleicht da eine spezielle Freundschaft aufzubauen mit diesem Unternehmen. Aber auf jeden Fall ist es schon mal vielversprechend, und es fühlt sich auch gut an beim Fahren. Es fühlt sich flüssig an. Reaktionsfreudig, und was auch auffällt, es ist ziemlich flink, also es soll bis zu 80 km/h fahren können. Für eine landwirtschaftliche Maschine ist das nicht von schlechten Eltern. Und was ich auch mag, ist die Vierradsteuerung. Da kommt man einfach ein bisschen flinker um die Ecken. Aber alles Weitere schauen wir uns dann noch an, wenn der Vertreter da gewesen ist. Ich hoffe, der wird nicht zu lange warten, und bis er vorbeikommt. Denn wir haben noch einiges zu tun heute. Es ist zwar jetzt erst 8.20 Uhr, aber es gibt einiges zu tun heute noch. Obschon eigentlich nicht mehr so viel, nicht so viel. Es gibt nur ein Feld, was ich noch ernten muss heute. Sonst wird mir das Getreide schlecht. Und das werden wir uns jetzt dann gleich auf der Karte anschauen, wenn wir mit dem Vertreter gesprochen haben und im Prinzip bereit sind, hier die Arbeit aufzunehmen. Die Landschaft hier ist wirklich wunderschön. Wie gesagt schon vorhin, es ist eine Hochebene auf ca. zwischen 600 und 800 Metern Höhe. Und ja, im Sommer eher trocken,
Im Winter kann es auch mal schon richtig schön kalt werden. Es kann auch ein bisschen Schnee fallen hier. Also auch wenn wir im Süden sind. Aber hier kann auch Schnee liegen bleiben. So, jetzt geht das. Dann haben wir schon mal einen Anhänger jetzt da. Wir haben ein Flachbett und diesen hier. Und alles andere werde ich mir da nach und nach dazu kaufen. Aber würde jetzt mal sagen, ich stelle diesen Anhänger erstmal weg. Und zwar, ach, lasse ich das erstmal so stehen. Denn ja, ich gehe mal Kaffee kochen für den Vertreter. Der soll gegen 8.30 Uhr jetzt kommen, hat er mir eine Nachricht geschickt. Das heißt, ich gehe mal Kaffee kochen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, also das Gespräch hat stattgefunden. Es war richtig interessant. Das ganze Konzept wurde mir vorgestellt. Wir haben auch mittlerweile die Sachen von dem Anhänger abgeladen. Und ja, jetzt heißt es für mich dann ein bisschen testen, warm werden damit mit diesen Gerätschaften. Und ja, es war ein richtig nettes Gespräch und wir kamen richtig gut zu Gangen zusammen. Also wir haben uns richtig gut verstanden. Ja, und er hat mir eigentlich gesagt, dass er noch ein bisschen Zeit hätte und schon lange nicht mehr, ja, wirklich tätig war in der Landwirtschaft und hatte mich gefragt, was ich denn jetzt vorhätte heute noch. Und das schauen wir uns gemeinsam an. So, das ist die Karte. Das sind die Ländereien von La Castilla-La Mancha, und zwar dieser Abschnitt hier. Und hier könnt ihr sehen, das, was hellblau eingefärbt ist, das sind die Felder und Landstücke, die zu meinem kleinen Hof gehören. Und wenn wir das ein bisschen genauer angucken, ist also dieser Teil ist im Prinzip das Hofgelände. Das ist das, was wir schon jetzt kennengelernt haben. Dann habe ich hier unten in diesem moderneren Teil habe ich ein Feldstückchen. Da ist Weizen drauf. Und dann habe ich hier oben ein Feldstück. Da ist Sojabohnen drauf. Ja, das sind die beiden landwirtschaftlichen Felder, die ich habe. Das heißt, das hier muss heute noch geerntet werden. Das hat noch ein bisschen Zeit. Und ab morgen müssten wir uns an die Weinlese machen, denn das hier sind meine Weinfelder. Ich kann dazu sagen, dass Castilla-La Mancha eine Gesamtfläche hat von 190.000 Hektar bestockte Rebfläche. Und diese verteilt sind auf 300 Weingüter und die jährlich rund 100 Millionen Liter Wein produzieren. Das ist doch mal eine Hausnummer. 100 Millionen Liter Wein wird in der Region produziert. Und das soll mit Abstand die größte Weinproduktion in Spanien sein. Also noch nicht mal die Rioja, nicht der Ribera del Duero kommen daran. Das ist also hier Castilla-La Mancha. Die Hauptrebsorten, die hier angebaut werden, sind Tempranillo und Merlot. Und ja, da schauen wir uns dann morgen an. Jetzt hat er mir natürlich, wie ihr gesehen habt, die 500.000 Euro überwiesen. Und jetzt habe ich im Prinzip, ja, einen Neustart hier. Ich habe jetzt zwei von diesen Syntracks. Ich habe einen tiefen Auflieger, also einen Ballensammelwagen. Oder eben für den Transport von Fahrzeugen und Paletten und so weiter kann ich den natürlich nutzen. Und dann habe ich diesen Anhänger hier. Der ist erstmal für das Grobe, was so Schüttgut ist. Und jetzt brauche ich dann noch testen, schauen, ob welcher Anhänger ich brauche oder bekomme oder brauche, um die Weinlese dann erfolgreich zu beenden. So, jetzt hat er mir gesagt, er möchte mithelfen heute mit der Weizenernte noch und er möchte gerne den Drescher fahren. So, das heißt, natürlich kann ich dem, natürlich, er hat mir gerade 500.000 Euro gegeben, kann ich ihm das natürlich nicht abschlagen.
Und wir haben gesagt, okay, wir essen jetzt mal ein zweites Frühstück hier. Das ist so gang und gäbe hier in Spanien, dass man so gegen 9, halb 10 ein zweites Frühstück nimmt. Und dann geht es los mit der Weizenernte. Und ich würde auch sagen, dass das Kapitel hier auch schon wieder zum Ende kommt. Und wir morgen im Videoblog hier morgen weitermachen. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne den Daumen da. Falls du das nächste Kapitel nicht verpassen willst und in dem nächsten Kapitel werden wir die Weizenernte beginnen und abschließen, werden ein bisschen über die Landwirtschaft schlechthin hier in der Region sprechen, werden auch gucken, was wir mit dem Treibhaus oder Gewächshaus machen, denn ihr habt es vielleicht gesehen, da ist etwas bereit zum Wegfahren, zum Verkaufen. Und natürlich können wir auch gucken, ob wir uns dann die ersten Hühner anschaffen, damit wir auch mit den Eiern und was machen können. Das wäre das, was sich vielleicht im nächsten Kapitel erwarten wird. Hol doch das Abo, willst du das nächste Kapitel nicht verpassen? Dann möchte ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und sage damit, wie hier in Spanien, hasta luego.